So, da sind wir. So, Morgenstund hat ja bekanntlich Gold im Mund, ne? Sagt man zumindest so. Warum das so ist, keine Ahnung. Bei uns heute nicht. Bei uns hat es einen anderen Grund, warum wir heute so früh aufgestanden sind. Weil wir müssen heute hinter Greifswald fahren. Und was wir da machen, das schauen Sie sich mal in diesem Video an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, wird eine spannende Geschichte. Also bis gleich nach dem Vorspann, dann geht's los. Ich steig mal ein und dann tschüss. So, jetzt sind wir ja schon fast da, also so kurz davor. Wenigstens spielt das Wetter mit. Vorhin, als wir gefahren sind, haben Sie ja sicherlich gesehen, hat das total schön geregnet. So, naja, egal, Sonne. So, wollen wir erstmal gucken, wo das ganze Ding hier so steht. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich, wenn wir aussteigen. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, muss ich ja sagen, aber ich kriege meine Küchenhexe. So, bis gleich, Freunde der Sonne. Gott, Agathe. Freunde der Sonne, wir sind da. So, jetzt geht's los. Gucken, ob sie in Ordnung ist und dann gleich mitnehmen. Geht dann auch gleich wieder fix nach Hause. Also bis gleich, wir gucken mal. Pipi in den Augen zu haben, weil man sich freut wie so ein Kleinkind, ne? Das kann ich gerade gar nicht beschreiben. Da steht sie. Ich weiß nicht, ob Flo mal näher rangeht, aber ich gehe da jetzt näher ran. Weil ich kann jetzt echt draußen im Garten kochen. Gucken Sie sich das Ding an. Ist sie nicht schön? Und die war wirklich noch in Benutzung. Das ist ja das Schöne mit Backofen und allem drum und dran. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt einladen. Und dann geht es schon wieder zurück zu uns in den Garten. Da sehen wir uns übrigens gleich wieder. Also bis gleich, ne? Ach so. Der Anhänger ist dran. Ich bin ja wirklich heute wie so ein Kleinkind, ne? Der Anhänger ist dran. Die Küchenhexe steht. Und jetzt geht es aber auch wirklich nach Hause. Gibt für Sie wieder ein Stückchen Rückfahrt. Und dann sehen wir uns nachher im Garten. Ja, was soll ich denn aufstellen? Also, bis gleich. Jetzt sind wir ja kurz vor Bad, haben unsere Küchenhexe immer noch dabei, Gott sei Dank. Und jetzt geht es gleich nochmal ans schwere Schleppen und dann
ist sie endlich im Garten. Und wo sie dann hin soll und wie das Ganze nachher aussehen soll, das zeige ich Ihnen gleich nochmal beim kleinen Rundgang, weil wir haben ja noch mehrere Bauprojekte. Also, wir sehen uns gleich im Garten, beim Schleppen und dann beim kleinen Rundgang. Also, bis gleich. Puh. 125 Kilo wiegt hier unsere Küchenhexe. Jetzt haben wir sie im Garten angekommen. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir in diesem Video jetzt zum Ende nochmal zeigen, wo das Ganze aufgebaut werden soll, wie das Ganze aufgebaut wird und was wir noch für Projekte haben. Weil wir haben hier eine Menge Projekte. Im Moment restaurieren wir die Hütte. Wenn Sie sehen, wir haben jetzt hier schon angefangen, habe ich heute gerade fertig gemacht, die Wände mit Holz verkleiden. Das Gleiche mache ich rund um die ganze Hütte. Allerdings hier vorne jetzt erst im Herbst, weil da stehen die Kartoffeln. Das ist das eine Projekt. Und hier, wo ich jetzt stehe, wo diese Platten liegen, da kommt die Outdoor-Küche hin. Und das sage ich Ihnen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Der Plan ist schon im Kopf. Bei der Ausführung bin ich mir da allerdings noch nicht ganz sicher, wie das Ganze werden soll und wie das Ganze wird. Aber eins ist schon mal klar, die Küchenhexe steht genau in der Mitte. Dann soll ein Dach oben drüber und hier vorne soll eigentlich so eine Fensterfront hin. Damit, wenn ich dann koche, Flo auch ein bisschen mitfilmen kann. Ein Räucherofen soll noch mit zu und dann brauche ich natürlich auch noch Arbeitsplatten und ein bisschen Stauraum. Wie das Ganze wird und wann wir das fertig haben, kann ich Ihnen ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sagen. Da gibt es noch gar keinen Plan, weil wir haben immer gesagt, sobald wir die Küchenhexe haben, da fangen wir an. Jetzt suche ich schon seit 3 Jahren so eine Küchenhexe und gestern war es dann urplötzlich soweit und wir haben sie gekriegt. Das ist schon ein bisschen, es hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber auch sehr glücklich gemacht, wie man, glaube ich, gesehen hat in diesem Video. So dass ich jetzt hier sehr schnell planen muss. Also bleibt Ihnen eigentlich nur eins, ne? Wenn Sie es noch nicht getan haben, Abo dalassen und immer dranbleiben. Irgendwann kommt dann das Video. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch. Wenn nicht, machen wir es nächstes Jahr. Dann kommt die Gutste allerdings in die Hütte, dass mir hier nichts passiert. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Da sehen wir uns gleich. Weil ich möchte Flo jetzt nicht über diese ganzen Haufen hier, wir können das ja, Flo, du kannst ja mal rüberfilmen hier. Ich möchte Flo jetzt hier nicht so durchlaufen lassen, weil es sieht ja wirklich im Moment aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Und hinter Flo sieht es nicht besser aus. Das ist halt das Problem, was wir hatten. Einmal wegziehen, einmal wieder herziehen und ich komme hierher und sage, ich habe neue Ideen. Aber keine Angst, das passiert mir kein zweites Mal. Das Einzige, was uns passiert, ist, wenn wir ein Haus haben mit einem riesen Garten, dass wir dann alles, aber steht im Moment nicht zur Debatte. So, wir gehen jetzt nach vorne, wir sehen uns gleich vorne. Da erkläre ich Ihnen dann unser nächstes Bauprojekt, unser drittes in dem Fall. Wird auch eine spannende Geschichte. Also, bis gleich vorne. Hier zum Beispiel jetzt stehen wir in unserem geplanten Wintergarten. Hier der Balken liegt ja schon, die Pfeile auch schon. Hier soll eine Glasfront hin, hier auch. Und dann soll da oben so ein Dach drüber. Das Ganze kann ich aber erst machen, wenn ich die Wand verkleidet habe. Weil dann habe ich den Abstand und die Höhe und alles das, was ich brauche. Also Bauprojekt Nummer 3, in dem Fall Wintergarten. Alles im Moment nicht so einfach, weil Sie können sich ja denken, durch diese Umzieherei, dieses Kasper-Theater, wie ich es mal nenne, haben wir wirklich Minimum 8 bis 10 Wochen verloren, die wir jetzt irgendwie versuchen aufzuholen. Werden wir nicht schaffen, darum habe ich mir gesagt, ich lasse mir Zeit.
Sie dürfen dabei sein, auch wenn es in unseren Videos irgendwo mal ein bisschen chaotisch aussieht. Aber das ist nun mal Gartenarbeit. Das ist nun mal auf unserem Kanal unser Leben. Es gibt ja einige Gartenkanäle, da sieht immer alles perfekt aus. Bei uns nicht. Das werden Sie auch nie erleben. Das ist genauso mit Gemüseanbau. Das werden Sie nie erleben, dass das in Ordnung läuft bei uns. Also von daher, wir leben es einfach. So, tja, das war jetzt das Video Meine Küchenhexe mit einem kleinen Blick, wie das Ganze hier wird, was wir hier noch veranstalten wollen. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche. Da machen wir mal so einen Rückblick, was wir denn im Garten überhaupt alles so geschafft haben. Und so langsam kann ich Ihnen sagen, geht es jetzt auch ans Auspflanzen vom Gemüse. Also bleiben Sie mir treu. Ich sag mal, Abo dalassen wäre super, ein Like wäre es auch Bombe. Und bis nächste Woche, bis dahin. Tschüss.